Hallo, liebe Kultisten und Kultistinnen. Schön, dass ihr wieder da seid. Wir spielen heute Martha is Dead weiter. Und tatsächlich aber haben wir letztens ganz schön einkassieren müssen. Wir wurden nämlich angeschossen als Julia. Aber wir sehen es auch hier. Klebt noch einiges an Blut. Und ja, wie gesagt, ist vielleicht nicht der beste Tag, um angeschossen zu werden. Weil heute anscheinend auch das Begräbnis von Martha stattfindet. Die ja eigentlich als Julia begraben wird. Vollkommen wirr. Und ich würde sagen... Nein, nein, meine Tasche ist nicht hier. Mein Tagebuch. Lapos Brief. Okay. Hat den vielleicht jemand gefunden? Das wäre interessant zu wissen. Ja. Wie geht es ihr? Wie geht es meiner Tochter? Bitte, Doktor. Erzählen Sie mir gute Neuigkeiten. Es ist ein Wunder, dass sie noch am Leben ist, Erich. Aber sie wird wieder gesund. Okay, ich würde sagen, wir machen jetzt natürlich das, was wir geplant hatten. Wir ziehen uns nämlich an. Ich glaube, heute ist ja das Begräbnis. Mal schauen, ob wir heute das elegante Kleid anziehen können. So, schauen wir, ob heute der Zeit für das elegante Kleid ist. Tatsächlich, okay. Ich würde gerne einen Moment mit meiner Schwester verbringen. Nur ich und sie allein. Bevor die Leute zur Beerdigung kommen und sie dann wegbringen. Okay. Ein letzter Abschied. Okay, dann verabschieden wir uns jetzt. Mach es gut, leb wohl. Ich werde für dich weiterleben. Die Kugel hat ihr Herz verfehlt und ist über ihre Brust wieder ausgetreten. Es ist unglaublich, dass ihre Lunge, ihr Herz und ihre Wirbelsäule nicht getroffen wurden. Sie hätte gelähmt werden oder sterben können. Aber zum Glück geht es ihr gut. Ich habe sie gründlich untersucht. Sie hat nicht einmal viel Blut verloren. Sie hatte sehr viel Glück. Und sie auch. Ja, sie hatte Glück, dass Irene im Wald spazieren gegangen war. Denn sonst... Sonst wäre sie definitiv verblutet. Okay. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Das ist alles... Das ist zu viel auf einmal. So viel Tod und Leid. Machen Sie sich keine Sorgen, Erich. Sie ist jung und wird sich schnell erholen. Ich werde sowieso den ganzen Tag hier sein. Danke, Doktor, für alles. Macht es Ihnen etwas aus, mit mir mitzukommen, um meine Frau vom Friedhof abzuholen? Die Beerdigung fängt bald in der Kapelle an. Natürlich nicht. Nach Ihnen. Bei all den Vorbereitungen für die Beerdigung. Was war denn das, was wir hier gerade gesehen haben? War das die Bulli-Krähe, die jetzt den Vogel hier kalt gemacht hat? Naja, okay. Krähen sind halt doch irgendwie Raubvögel, ne? Damit sie nicht über all das nachdenken. Warum kann ich hier nicht raus? Sie ist eine Frau, die viel. Müssen wir warten, bis die Eltern weg sind? Zu viel. Ja, wir müssen warten, bis die Eltern weg sind. So. Bullikrähen, die schlimmsten aller Krähen. Ist grauenhaft. Wählen da niemals... ist meine Tasche, Gott sei Dank. Ah, das ist die Tasche. Wählen niemals Spatzen in ihre Brennballmannschaft. Ist grauenhaft. Ist Krähen. Hoffentlich ist Lapos Brief drin. Okay, Lapos Brief. Schauen wir nach Lapos Brief. Wir können uns heute wieder ein Tarot legen, das machen wir natürlich. Da haben wir seinen Brief. Liebe Julia. Bist du überrascht, dass ich dir schreibe und dich nicht für tot halte? Alle nennen dich jetzt Martha, oder? Ich kenne dich nur zu gut. Ich werde nie verstehen, warum euch sonst niemand auseinanderhalten kann. Nicht einmal deine eigenen Eltern. Martha ist weg und ich kann mich damit einfach nicht abfinden. Ich muss mich versteckt halten und kann leider nicht zu dir kommen. Auch wenn ich nichts lieber machen würde, als dich festzuhalten und gemeinsam zu weinen. Ohne Worte. Ich will dir einfach nur nah sein. Können wir uns heute Abend in der Scheune treffen? Ich gebe mein Bestes, gegen Mitternacht da zu sein. Lass dich davon nicht beunruhigen. Aber falls etwas passiert, erinnere dich bitte an diese Nummer. Okay. 6934. Was ist das für eine Nummer? Er wusste, dass er in ernster Gefahr war. Aber was ist mit dem Brief? Okay. Ich hatte ihn in der Hand, als die Soldaten weggerannt sind. Mama hat mich gefunden. Und wenn sie ihn gelesen hat, sie hasst Lapo. Und jetzt weiß sie bestimmt, wer ich bin. Nein,
Sie hätte mich wahrscheinlich dort zum Sterben zurückgelassen. Sie hat lieber keine Tochter als die falsche. Bevor ich ohnmächtig geworden bin, muss ich ihn zurück in meine Tasche gesteckt haben. Es gibt keine andere Erklärung. Da bin ich mir jetzt tatsächlich nicht ganz so sicher, ob ihre Mutter sie wirklich zurückgelassen hätte. Das ist eine sehr harte Behauptung. Okay, die Mutter scheint nicht sehr fürsorglich für sie zu sein. Aber dennoch, so, legen wir uns mal Tarot. Ha, Zufallsentscheidung. Los geht's. Weissagung. Ja, heute wird bestimmt nichts Schlechtes passieren. Nur Glück und Lust. Nur Glück in der Liebe, wie wir gesehen haben. Lapu ist jetzt erschossen. Kann man nichts machen, hatte eher einen schlimmen Namen. Die hohe Priesterin. Okay, das ist die Frau im Wasser, die das hier angezeigt wird. Der Mond. La Luna. Und das hier, das will ich auch. Die Herrscherin. Ich muss über das Äußere hinaussehen. Es gibt jene, die mich verraten und schlecht über mich reden, aber jemand wird mir den richtigen Rat geben können. Okay. Gut, eine Weissagung pro Tag. Jetzt sagen wir, versuchen jetzt mal tatsächlich hier anzurufen. Nee, das können wir nicht. Warum können wir nicht telefonieren? Dabei stand das doch extra da, ne? Die weiße Dame. Okay, wir können natürlich wieder mal die Zeitung lesen. Das Zimmer haben wir noch nicht offen. Es gibt so viel zu erledigen. Der Zettel, ein letzter Abschied. Ist es eine Telefonnummer oder eine Kombination? Aha, vielleicht ist es eine Kombination für irgendwas. Wir werden es herausfinden. Los! Gewalt gegen Zivilisten in La Romula nimmt nicht ab. Und wieder einmal ist die Familie von General K. unter Beschuss geraten. Nach dem grausamen Mord an Julia K. ist nun auch das Leben ihrer Schwester Martha in Gefahr. Der Schuss in ihren Rücken hätte sie töten können. Nur der Gnade Gottes ist es zu verdanken, dass das Mädchen noch lebt. Okay, Propaganda. Klar berichten sie schon das Richtige, aber halt auch so, wie sie es wollen. So, schauen wir mal, was es gibt es heute. So wunderschönes in der Zeitung. Versuchter Mord in La Romola. Nach dem Mord an Julia K. ist heute ihre Zwillingsschwester das Opfer eines weiteren Mordversuchs geworden. Der Zustand des jungen Mädchens, das von den deutschen Truppen gefunden wurde, bietet keinen Grund zur Sorge. Das politische Motiv dahinter wird immer deutlicher. Natürlich. So war das nicht. Das ist alles falsch. Mama hat mich gefunden. Die deutschen Soldaten haben auf mich geschossen. Ich sage am besten gar nichts. Die Wahrheit glaubt sowieso niemand. Ja, das ist das Schlimme. So funktioniert halt Propaganda. Verbot der Benutzung von Fahrrädern. Was? Wieso? In den letzten Tagen haben Radfahrer wieder einmal auf Angehörige der italienischen Streitkräfte und auf Zivilisten auf der Straße geschossen. Schrecklich, Fahrradfahrer. Die Zuwiderhandelnden werden nach dem deutschen Strafrecht bestraft. Das ist Madness. Das ist die Fahrradfahrer-Armee. Auch in Florenz wird der Krieg spürbar. Die Vorräte gehen langsam zur Neige. Das Brot hält möglicherweise nur noch ein paar Tage. Die Preise steigen dramatisch. Fleisch ist nun für 100 bis 140 Lira pro Kilo zu haben. Das Gas wurde gekappt und es gibt keine Kohle mehr. Okay, das haben wir schon. Die Schlacht in der Toskana. Deutsche Operationen in der Umgebung von Livorno. Extrem heftige Kämpfe in den Straßen der Stadt. Ja, der Krieg tobt weiter. Ja. Das ist echt eine Shitshow. Ich sollte den Hörer abnehmen, aber schweigen. Wenn ich den Anrufer zuerst sprechen lasse, finde ich heraus, wer es ist. Hört sich logisch an. Hatten wir zwei Telefone? Oder eins? War hier irgendwo tatsächlich beim Sarg ein Telefon? Ah, hier ist ein Telefon, hier ist ein Telefon. So, hallo, hallo, hören Sie. Hören Sie, irgendwas stimmt hier nicht. Ich wurde angeschossen. Hallo? Hören Sie mich? Ist da jemand? Herr Erich? Das ist Nanni. Ihr kann ich mich anvertrauen. Nanni? Hallo? Ich bin's. Was? Hallo? Oh Gott, ich glaube, ich träume. Nein, Nanni, du träumst nicht. Ich bin es wirklich. Julia. Ach du lieber
Gott, Julia, mein kleiner Spatz. Wie wundervoll. Tut mir leid, aber ich dachte, du wärst tot. Ich habe deine Leiche gesehen. Es macht mich so glücklich, dass... Könntest du mir erklären, was hier los ist, mein kleiner Spatz? Ich weiß nicht, ob das eine kluge Entscheidung ist. Ich erzählte Nani alles, was vorgefallen war. Sie war natürlich traurig wegen Martha, aber gleichzeitig auch sehr glücklich. Ich war diejenige, zu der sie eine besondere Bindung hatte. Ich erklärte ihr, dass ich versuchen wollte, die weiße Frau zu treffen, auch wenn es eine verrückte Idee war. Aber sie hielt mich nicht für verrückt. Ganz im Gegenteil. Sie erklärte mir, was ich tun musste, um sie zu treffen. Es war ziemlich kompliziert. Ich notierte alles sorgfältig in meinem Tagebuch. Wer weiß, vielleicht tat sie es nur, um mich zu beschäftigen, während sie überlegte, was sie mit mir machen und wen sie warnen soll. Das werde ich allerdings nie erfahren, denn am selben Tag wurde die Villa von einer Bombe getroffen und Nani starb. Ja, finster. Sie starben alle. Wir hätten in diesem Haus sein sollen. Aber stattdessen... Arme Nani. Mach's gut, Nani. Ich hab dich lieb. Mach's gut, mein Schatz. Ich dachte, ich hätte dich verloren. Pass auf dich auf, mein kleiner Spatz. Die ist lieb, das ist echt traurig. Was für ein Ende das hat. Ab sofort kannst du das Telefon benutzen. Ab jetzt kann ich das Telefon benutzen, ausgezeichnet. Das werden wir dann auch gleich machen. Sie aber, meine Schwester wurde bereits abgeholt, oder? Martha wurde für ihre Beerdigung in die Kapelle gebracht. Ich möchte mich allein von ihr verabschieden, bevor alle ankommen. Ach okay, wir gehen jetzt dann sozusagen in die Kapelle. Ja, ich frage mich noch immer, was dieses Puppenspiel letztes Mal auf sich hatte mit dem Tod. Ob das eine fiktive Geschichte in ihrem Kopf ist, ob es die echte Geschichte ist. Ob hier tatsächlich der Tod selbst irgendwie eingreift. Aber jetzt benutzen wir erstmal das Telefon und rufen eine Nummer an. Ach du liebe Güte, muss ich selber wählen. Wir rufen sofort die Anstalt an. 0? Das ist eine 7, glaube ich. Spoiler-Alarm, ich weiß nicht, was passiert, wenn ich die Anstalt anrufe. Was soll denn... Keine Ahnung. Warum sollte ich die Anstalt anrufen? Mama war vor einigen Jahren dort und ich wüsste nicht, was ich fragen sollte. Okay, okay. Um ehrlich zu sein, verstehe ich nicht, warum die Nummer noch immer hier ist. Na gut, wir rufen nicht die Anstalt an. Ich hab's schon verstanden, wir rufen den Lapo an. Nee, wir rufen die Nummer an. Bist du überrascht? Stopp, ich will nur die Nummer sehen. Nein! Na gut, ich schaue sie hier nach. 6934. Das waren, glaube ich, noch Zeiten, als Telefonnummer noch aus 4 Nummern bestanden. 6934 war's, oder? Hoffe mal. 6. Wer könnte das sein? Schau mal. Klingelt. Du hast diese Nummer angerufen. Verdammt, dann muss Lapo tot sein. Ruhe in Frieden, stolzer Kamerad. Partisanen. Lapo ist tot. Ich bin Ju... Nein, nein, nicht reden. Wir müssen nicht wissen, wer du bist. Wenn du diese Nummer anrufst, bedeutet das, dass Lapo möchte, dass du seine Arbeit erledigst. Was? Okay. Ein Telefonkabel in der Nähe des Hauses des deutschen Generals Erich K. muss gekappt werden. Eines führt zum Haus. Aber es gibt noch ein weiteres Kabel, von dem wir vermuten, dass es mit einer geheimen Basis verbunden ist. Und genau das muss abgeschnitten werden. Wenn du deutsche Fahrzeuge in der Nähe siehst, gib uns sofort Bescheid. Wir werden unter dieser Rufnummer nicht mehr erreichbar sein. Sie kann nur einmalig verwendet werden. Der Telegraph sollte sicherer sein. Frequenz X, telegrafiere vor der Nachricht, die Stadt brennt, um dich zu identifizieren. Lang lebe das Vaterland! Lang lebe die Befreiung! Soll ich das Kabel sabotieren und zum Spion werden? Ich weiß nicht. Mein Vater ist Deutscher. Ich würde ihn damit verraten. Obwohl er selbst den Krieg hasst. Aber was ist mit Lapo passiert? Und diese Typen? Wenn ich das Leben von jemandem retten kann, sollte ich es vielleicht versuchen. Oder vielleicht kann ich mit Papa darüber reden.
Er kann mir bestimmt einen Rat geben, was ich tun soll. Ich habe von all dem überhaupt keine Ahnung. Was hast du dir dabei gedacht, Lapo? Ach, das ist schwer. Das ist wirklich, wirklich schwer. Weil tatsächlich der Lapor, der hat zwar einen komischen Namen. Okay, das ist natürlich ein Partisanenkämpfer. Aber dass der einfach eine... Also, dass der einfach eine Unbeteiligte da reinziehen will. Also, er gefährdet sie ja. Es kann ja Furchtbares passieren, wenn es rauskommt. Und ihren eigenen Vater verraten, das wirkt mir nicht richtig. Klar, es ist überhaupt keine Frage, dass das das Richtige wäre. Aber dennoch den Vater verraten und der Lapo, der schien mir jetzt auch nicht unbedingt an die Julia zu denken. Ich weiß es nicht. Ich würde sagen, in diesem Fall... Helfen wir jetzt nicht den Partisanen. Ich beschloss, meinem Vater alles zu erzählen. Ich liebte ihn so sehr, dass ich kein Spion werden konnte. Ich verstand nichts von all diesen Dingen. Ich hätte gehandelt, ohne zu wissen, was ich da tue. Mein Vater sagte mir, ich solle ihren Aufforderungen zustimmen und ihm alles berichten. Er wollte mich bloß nicht in Schwierigkeiten sehen, wie alle Väter. Zum Zerschneiden des Kabels brauche ich eine scharfe Schere. Eine Schneiderschere sollte ausreichen. Okay, also wir sollen es jetzt sozusagen doch machen mit der Kommunikationsleitung. Aber wir haben den Vater sozusagen alles erzählt. Wie gesagt, das ist eine sehr schwere Entscheidung gewesen, muss ich gestehen. Weil normal in solchen Spielen sagst du immer, hey, ja, natürlich helfe ich den Rebellen, das sind ja die Guten. Aber das schien mir sehr... sehr, sehr, sehr wahllos von dem Lapu und was für eine Gefahr er seine Geliebte da einfach hineinbringt. Also das war vielleicht etwas gedankenlos. Ja, wie hättet ihr euch entschieden? Was hättet ihr gemacht? Das ist wirklich eine schwere Entscheidung, weil die Julia, die ist ja nur eine Zivilistin. So, also eine Schere. Wir brauchen eine Schere. Wir holen die Schere. Ich habe ja schon eine Schere. Ich bin der Scherenmeister. Und jetzt werden wir dieses verdammte Kabel einfach nur durchschneiden. Sollen wir das? Okay, ich kann jeden hier anrufen, den ich möchte. Finde den Telefonmast, schneide die Leitung durch. Kommunikationsleitung muss irgendwo hier im Süden des Hauses sein. Okay, ich würde sagen, wir schneiden die jetzt einfach durch. Wir machen exakt so. Wie eigentlich die Rebellen wollten, aber auch wie der Vater gesagt hat, um die Julia zu schützen, schneiden wir jetzt einfach das Kabel durch. Nicht wahr? Du wunderschöne Blume. Ja, schneid das Kabel durch. Selbst die Blume sagt, ich soll das Kabel durchschneiden. Ja, diese Blumen, die hassen Technik. Hassen Technik. Hassen Technik. Okay, das muss eigentlich das Kabel sein. Muss ich hochklettern? Nein. Doch. Tatsächlich. Ich bin mir nicht sicher, ob du das machen solltest. Besonders, ich dachte doch, du wärst gerade in die Brust geschossen worden. Was eine ziemlich ernste Verletzung ist, in die Brust geschossen zu werden. Also mir tut schon weh, wenn ich mir einen Nagel einreiße. Oder wenn ich mir einen Zeh anhau. Aber du hast einen... Oh Gott, das Bild ist das hoch. So, wo ist dieses Kabel? Hallo? Ein deutscher Panzer. Ich muss seinen Standort über den Telegrafen melden, der in der Nähe des Kuhstalls versteckt ist. Papa hat vermutlich eine Garnison angefragt nach all dem, was passiert ist. Ich sollte die Position mit dem Telegrafen melden. Okay. Okay, hier haben wir doch das Kabel, ne? Also schneiden wir es jetzt durch. Dieser Draht führt in Richtung Haus und geht dann weiter. Also muss es der richtige sein. Okay. Ducken? Nun muss ich nur noch zum Telegrafen, der sich in der Nähe der Stelle befindet. Der Telegraf, der sich in der Nähe der Stelle befindet. Mein Gott, was mache ich denn hier? Also wirklich, was mache ich hier? Okay, finde den Telegrafen. Town on fire. Finde den Telegrafen. Wo ist der? Da hinten. Okay, überhaupt kein Problem. Der ist der Nächste und dann verabschieden wir uns von unserer Schwester. Was tatsächlich hier drin stattfindet. Wir haben das tatsächlich, habe ich gar nicht gesehen. Da ist eine kleine Kapelle auf deren großen Anwesen. Die haben ja auch irgendwann gesagt, das erbärmliche kleine Anwesen. Es tut uns so leid. Ich finde, das ist ein ziemliches Luxushaus auf dem Land. Also.
Die Familie von ihr muss echt reich sein. Also die Mutter ist ja auch adelig. Vom blauen Blut. Und okay, der Vater ist ein deutscher General. Da wird dann schon einiges an Geld unterwegs sein. So, los geht's. So, das muss irgendwo hier sein. Mein Gott, da ist wieder der super leise Generator. Du bist so super leise. Danke, ich weiß. Der Telegraph muss in einer dieser Kisten versteckt sein. Okay. Na gut, dann schauen wir uns die doch mal an. Hm? Okay, der Code ist Town on Fire. Jetzt muss ich nur irgendwie checken, wie man das denen übermitteln kann. Mal schauen, wie wir es jetzt herausfinden. Town on Fire, Town on Fire. Ich muss jede Nachricht mit dem Codewort beginnen. Ich habe den Panzer auf der Straße gesehen. Und die Straße ist in der Nähe des Hauses. Ich schätze, dass ich das so in der Art kommunizieren muss. Also, es muss doch anfangen mit Town on Fire. Ich würde sagen, wir nehmen jetzt einfach mal Stadt. Unter gibt's nicht, ne? Deswegen sagen wir einfach Stadt brennt. Und der Panzer ist neben der Straße. Gibt's hier Panzer? Waffen gibt's. Panzer. Panzer positioniert neben. Brauchst du was? Straße. Wir versuchen es einfach mal so. Stadt brennt, Panzer positioniert neben Straße. Ich füge am Ende einfach Over hinzu, um deutlich zu machen, dass ich fertig bin. Over. Ende. Nein, nein. Das kommt mir nicht eindeutig genug vor. Ich muss die richtigen Worte finden. Was, dir kommt das nicht eindeutig vor? Stadt brennt, Panzer positioniert Straße neben Haus. Das kommt dir nicht eindeutig vor. Also Stadt brennt lassen wir. Dann nehmen wir doch mal Panzer positioniert neben Straße. Ende. Zwei Ende übrigens, deswegen kann man da leicht durcheinander kommen. Nein, nein, das kommt mir nicht eindeutig genug vor. Ich muss die richtigen Worte finden. Und was für Worte wären das, die eindeutiger sind? Ist das jetzt eindeutig genug? Punkt oder Strich zu senden? Ach, oh Gott, jetzt muss ich selber senden. Jetzt habe ich die richtigen Worte gefunden und jetzt muss ich senden. Also. Mist. Ich habe die Länge des Tons falsch eingeschätzt. Du machst mich fertig mit deinen Mini-Aufgaben. Ich versuche dieses Wort noch einmal von vorne. A few moments later. Ich brauche die maximale Konzentration und mentale Ruhe. Oder ich werde das nie schaffen. So. Wie wir sehen, ich bin der schlechteste Fernmelder. Müsste ich mal in irgendeinem Kriegsszenario irgendwas weiter kommunizieren. Meine ganze Einheit, das ganze Land und die ganze Welt wären tot. A little longer than a few minutes later. Ich hab's geschafft. Ich glaube, ich hab's geschafft. Ich hab dir Nachricht geschickt. Bitte schickt nichts zurück. Schickt nichts zurück. Ich möchte das nicht. Jetzt tippt doch weiter. Ich sehe schon. Gott sei Dank erzähle ich dir nicht gerade meine Lebensgeschichte. Ja, dann, als der Hannes dann nach Hause gekommen ist, da hat er Bier getrunken und dann ist er direkt in den Eimer gefallen. Und dann, als er erstmal wieder aufgestanden ist, hat er gemerkt, dass der Eimer voll im Kopf steckt. Dann hat er aus Schock erstmal noch ein Bier getrunken. So, habe ich das jetzt geschafft? Klicke auf Wörter, um die empfangene Nachricht zu entschlüsseln. Du bist doch wahnsinnig. Ich muss das jetzt entschlüsseln. Okay, folge den Punkten oder Strichen, um den richtigen Buchstaben zu erhalten. One eternity later. So, ich glaube, ich verstehe es. Um es kurz zu erklären, bevor ich dann dahin springe, wo ich es wahrscheinlich gelöst habe. Das sind zwei Wörter, das heißt dreimal Punkt, einmal, zweimal, dreimal, also S. Und das zweite ist Strichpunkt SN. Und das heißt erhalten. Und das sind wahrscheinlich drei Wörter. Das heißt, das ist dreimal ein Punkt, das ist S, dann Punkt, Strich, Punkt, SR, SRV, Bedarf.
So, ich versuche das Ganze mal zu entschlüsseln, ob das eine Katastrophe wird oder nicht. Bis gleich. Sie haben mich darum gebeten, eine Karte der Verteidigungslinie zu finden. Es gibt eine im Arbeitszimmer meines Vaters. Das ist ja absurd. Also, ich musste mir jetzt ewig rummachen, um das so genau wie möglich. Und die schreiben irgend so einen Scheiß vor sich hin. Und ich soll den Kack übersetzen und verstehen. Sag mal, geht's noch, ihr Pfeifenköpfe? Was haben wir denn noch für Aufgaben heute? Ich muss die Karte fotografieren. Okay, da haben wir noch die weiße Dame liest das Tagebuch. Das würde ich sagen, machen wir auch, wenn wir erstmal wieder drin sind. Warum muss ich denn jetzt irgendwelchen Lapo-Leuten helfen? Ich meine, das ist schön und gut, Freiheit und so weiter, alles gut, aber ich kannte den Lapo ja gar nicht. Ich weiß ja gar nicht, was das für ein Kerl war. Also, ich meine, vom Namen her wirkt er nicht sehr koscher, sind wir mal ehrlich. Lapo. So. Wenn es draußen nicht zu sonnig ist, funktioniert der 200 ISO-Film gut. So, also. Fotografieren wir einfach mal schnell die Karte. Dürfte ja nicht allzu schwer zu fotografieren sein. Ich muss nur auf scharf einstellen. Zack, das war's. Abgelichtet. Hoffentlich wird das Bild deutlich. So, jetzt muss ich ein Foto dieser Karte erstellen. Und nicht zu vergessen, wir haben so viele Aufgaben, ich muss das Tagebuch noch lesen. Hallo, was ist hier los? 19. Juli. Ich habe die Kameras vom See eingesammelt und mir eingeredet, dass ich es war, die Martha verletzt hatte. Aber das stimmt gar nicht. So sehr, dass ich auf dem Heimweg mit den Filmrollen im Gepäck noch einen schrecklichen Traum hatte. Ich kann mich nicht einmal daran erinnern, schlafen gegangen zu sein. Gleich nach dem Aufwachen habe ich den Film entwickelt. Die Fotos konnten bestätigen, dass meine Erinnerung an diese Nacht richtig war. Das war eine ganz schöne Erleichterung. Ich habe beschlossen, zurück zum See zu gehen, um zu versuchen, mit der weißen Frau zu sprechen. Ich weiß, das klingt verrückt, aber ich bekomme den Gedanken nicht aus dem Kopf. Ich muss wissen, was mit Martha passiert ist. Also muss ich jeden möglichen Weg verfolgen. Auch den des Wahnsinns. Auch den des Wahnsinns. Zwei ungelesene Seiten, oh jemine. Ja, schön Lesebuch. Jetzt weiß ich, wie ich die weiße Frau treffen kann. Nanny hat mir alles erklärt. Ach, das war ein Telefonat, ne? Ich muss versuchen, sie früh am Morgen zu treffen, wenn es neblig ist. Sonst war alles umsonst. So heißt es in der Legende. Das hier muss ich also tun. Erstens, ich muss ihren Verlust wieder heraufbeschwören, indem ich sie in Kontakt mit ihrem Liebhaber bringe. Bitte? Um das zu tun, muss man laut Nanny das Grab des Geliebten im Wald suchen. Papa hat immer gesagt, dass Infrarotfotos etwas sichtbar machen, was das bloße Auge nicht sehen kann. Mhm. Vielleicht sehen sie dann auch Geister. Daran wäre jetzt nichts Seltsames, wenn man bedenkt, dass ich doch versuche, einen zu kontaktieren. Verrückt. Verrückt. Zweitens, ein Teil von mir muss ihre Welt betreten. Eine Haarlocke sollte reichen. Ich brauche also eine Schere, um welche abzuschneiden. Das kriegen wir hin. Drittens, ich brauche ein Objekt, das ihre Welt mit meiner verbindet. Was ist das? Ich weiß noch nicht, was ich dafür tun muss. Hoffentlich fällt mir irgendwas ein, wenn ich es am wenigsten erwarte. Mhm. Viertens, um mit ihr zu kommunizieren, muss ich meine Tarotkarten benutzen. Ich werde die weiße Frau auf der Insel treffen, auf der ihr Geliebter hingerichtet wurde. Okay. Das ist ja alles richtig, richtig viel Arbeit. Also, wir müssen noch immer einen Abzug von dem Foto machen. Ich brauche ein Objekt, das ihre Welt mit meiner verbindet. Es muss neblig sein, um überhaupt Geister fotografieren zu können. Es muss neblig sein. Okay, was könnte das für ein Gegenstand sein? Ich mach's mal so, liebe Zuschauer.
Ich schaue mich mal kurz hier in meinem Zimmer um, ob ich irgendwas finde, was auf diese Beschreibung passt. Und wenn ja, gebe ich euch Bescheid. Ansonsten entwickeln wir die Fotos. So. Ich würde sagen, wir entwickeln jetzt mal das Foto von der Karte. Und dann gehen wir zur Schwester. So, das ist wohl die Karte. Dieses Foto möchte ich auch entwickeln. Und voilà, wir haben das Foto der Geheimkarte. Der Druck sollte so in Ordnung sein. Man kann die Einzelheiten deutlich erkennen. Klar, lege ich in mein Album. Mein kleines Spionagealbum lege ich es da jetzt ab. Aber wo soll ich das jetzt hinbringen? Lass das Foto in der Nähe des Baches. In der Nähe des Baches. Da unten. Aus dem Haupteingang raus ist das. Okay. Klar, machen wir. Warum noch nicht? So, also hier soll ich irgendwo das Foto hin. Laut Oma war das eine alte Windmühle. Sie ist schon ewig verlassen. Sie hat mir früher immer eine Gänsehaut bereitet. Okay. Vielleicht können wir hier die Pläne lassen. Ja, sieht so aus. Also gut. Das Foto ist jetzt da, wo Sie es haben wollten. Okay, was immer das jetzt auch heißt, sind wir jetzt fertig. Benutze den Telegrafen, ich werde wahnsinnig. So, also benutzen wir nochmal den Telegrafen. Ich habe das Foto an der gewünschten Stelle platziert. Also muss ich nur noch die richtigen Worte finden, um das zu kommunizieren. Oh, und natürlich muss ich mir das Codewort merken. Ja, natürlich. Also, Stadt brennt war es wohl. Und jetzt muss ich mal wieder rätseln, wo es ist. So, ich glaube, eindeutiger geht's nicht. Stadt brennt, Versteck, Fotokarte, Gebäude neben Fluss, Ende. Nein, nein, das kommt mir nicht eindeutig genug. Aber die schickt mir immer nur einen Scheiß, die schicken... Also, so ein Quatsch. 1 minute 37 seconds later. Das Foto der Karte ist in Position. Und das war jetzt das Richtige. Ich hab's genau beschrieben und in Wirklichkeit brauchst du eine Fotokarte positioniert. Ende. Na gut, ich sehe schon diese Partisanen. Die werden eine wahnsinnig große Chance haben zu überleben. So, jetzt muss ich das auch noch durchsenden. So, bitte sendet mir nichts zurück. Bitte, sendet mir nichts. Why are we still here? Wie wär's, wenn es einfach nur Danke ist? Every night. Nein. Jemand schreibt da seine elendige Lebensgeschichte zurück. Nein, es geht sogar. Es geht sogar. Okay, entschlüsseln wir schnell. Finden Waffenversteck nahe Wälder Ende. Im Wald ist ein Waffenversteck? In meinem Wald? In Ordnung. Ich werde es suchen. Nein! Hör auf, mit diesen Leuten zu kommunizieren. Das kann ja nicht wahr sein. In Ordnung. Also... Nachdem ich dort gewesen bin, werde ich eine Flagge am Telefonmast in der Nähe des Hauses anbringen. Dann wissen Sie, dass ich die Aufgabe erfüllt habe. Ein Kinderspiel. So, also wir sind im Versteck des Waldes irgendwie angekommen. Was ist das? Das war früher nicht da. Das war früher nicht da. Dieses riesige Tor war früher nicht da. Na gut, ich würde sagen, hier muss das Waffenversteck sein. Es ist von innen verschlossen. Wie komme ich da rein? Vielleicht gibt es einen anderen Eingang? Gibt es den? Aha, ich sehe, der andere Eingang ist hier irgendwo am Fluss. So, da ist die alte Kapelle. Und da ist auch schon wieder der Mobbing-Rabe. Ja, ich glaube, der hat's hinter sich, mein Freund. So, wenn ihr euch fragt, was aus dem Waffenversteck geworden ist, ich glaube, man kann da jetzt noch nicht hin. Ich habe keinen Weg gefunden, wie man da außer über den Seeweg hin könnte.
Deswegen gehen wir jetzt erstmal in die Kapelle und sagen Martha leb wohl. Der arme Kleine. Er ist tot. Armer kleiner Kerl. Sein Platz ist an Marthas Seite. Okay, ist es? Na gut. Nanni nennt mich immer kleiner Spatz. Das ist der Teil von mir, der mit Martha gestorben ist. Er wird sicher sein bei ihr. Okay. Dann legen wir ihn doch zu Martha. Hier, Martha, mein Herz. Behalte ihn. Das ist traurig. Ich fange an zu verstehen, wie schmerzhaft dein Zustand gewesen sein muss. Nicht mit anderen kommunizieren zu können, ist wirklich eine Qual. Ich habe dich beneidet, weil ich nicht sah, wie du leidest. Ich habe deinen Mut nicht verstanden. Ich vermisse dich so sehr, Martha. Ich bin nicht würdig, deine Kleider zu tragen. Okay, aber tatsächlich trage ich auch meine eigenen im Moment. Was haben wir hier noch? Das sieht so super stilvoll aus, die kleine Kapelle hier. Was ist das? Gemeinde San Casciano. Sterbeurkunde, okay. Provinz Florenz. Sterbeurkunde. Aus dem Register der Sterbeurkunden der Gemeinde Nummer 174, Teil 3. Serie 12 des Jahres 1944. Es wird an diesem 16. Juli des Jahres 1944 der Tod von Julia K. bescheinigt. Bewohnerin von Via Percebaya, geboren am 26. Februar 1923 in La Romola und Tochter von General Erich K. und Irene K. Don Attilio D. wird die Beerdigung abhalten und der geschätzte Herr Alberto M. wird sich um die Beisetzung auf dem Friedhof von La Romola kümmern. Telefonnummer 6537. Öffentlicher Staatsdienst. General Galeazzo T. Ich würde vorschlagen, wir haben unseren Segen und unsere Lebwohl gesagt. Aber was ist das? Von meiner Beerdigung gibt es nur ein paar Unterschriften. Hätten die Leute gewusst, dass es sich tatsächlich um Martha handelt, wären es viel mehr gewesen. Es tut mir leid, dass ich dir auch das genommen habe. Weihwasser. Es ist nur Wasser und doch hat es etwas Besonderes an sich. Bestimmt, wenn man glaubt, ja. Das mag wohl stimmen. Der Rabe macht einen Riesenaufstand. Der Rabe. Was ist mit dem Raben? Was möchte dieses Rabentier? Warum krächzt der Rabe? Finde den Raben. Ah, okay. Müssen wir mal hin. Vielleicht ist es derselbe Rabe, der den armen Spatz getötet hat. Vielleicht? Da ist der Rabe. Wo willst du hin, guter Freund? Ah, schwarze Schwingen, schwarze Nachrichten. Schauen wir mal. Hier in den Schatten seht, habe ich die Grafik ein wenig runtergeschraubt. Weil es gibt teilweise Orte hier, die brauchen extrem viel Leistung. Hallo, wo führst du mich hin? Okay, da ist wieder irgendwas Seltsames. Da ist wieder irgendwas Seltsames am Fluss. Was ist hier? Okay, ein rotes Stück Stoff. Ein Kleid. Es ist aus demselben Stoff wie der Fetzen, den ich neben dem See gefunden habe. Es ist sogar zerrissen. Es muss von Mutter sein. Ach du meine Güte. Was heißt es? Ich hatte den Verdacht, dass Mama in den Mord an Martha verwickelt sein könnte. Was? In diese Gedanken verloren vergingen Stunden und ich vergaß die Beerdigung völlig. Als ich merkte, dass es bereits Abend war, trugen sie den Sarg bereits zum Friedhof. Sie hat mich nie geliebt. Das wusste ich genau. Aber ich wollte es nie wahrhaben. War sie es gewesen? Es fiel mir schwer, es zu glauben. Aber es ergab alles einen Sinn. Am See muss sie gedacht haben, dass Martha ich sei. Denn sie war überzeugt, dass ich tot bin. Okay.
Das wäre eine ganz schöne Entwicklung, wenn die Mutter tatsächlich eine der Schuldigen ist. Das wäre ganz irre. Das kann ich mir aber echt nicht vorstellen. Muss ich gestehen. Das wirkt nicht real. Oder was meint ihr? Als die Beerdigung zu Ende war, verspürte ich einen unwiderstehlichen Drang zu spielen. Ich liebte Musik. Ich begann zu spielen, ohne über die möglichen Konsequenzen nachzudenken. Dann wird's die Mutter wahrscheinlich erkennen, ne? Ich wollte mich lebendig fühlen. Weil Taube hören eigentlich nichts. Deswegen sind sie taub wahrscheinlich. Und deswegen heißen sie taub. Was ist hier los? Julia? Die Mutter, bist du, oder? Das? Nein, das kann nicht sein. Martha hat noch nie gespielt. Sie ist taub. Und doch... Nein, das ist Wahnsinn. Mein Gott. Also ist Martha... Jetzt bin ich mal gespannt, wie die Mutter jetzt reagiert. Jetzt verstehe ich. Du kannst jetzt die ganze Aufmerksamkeit bekommen, oder? Du warst eifersüchtig, stimmt's? Weil sie ein wunderbares Mädchen war. Und was? Du nur eine nutzlose kleine Schlampe bist. Wie hast du es geschafft, sie zu überzeugen? Oh, jetzt verstehe ich es. Aber sie... Sie hat sich mit mir unterhalten. Ich... Nein, das ergibt keinen Sinn. Ich werde dich in eine Anstalt einsperren lassen, hörst du? Das reicht! Du wirst für deine Taten bezahlen, du verfluchte Irre! Sie werden dich foltern, um die Monster in deinem Kopf zu entlarven. Okay, vergesst vielleicht, was ich gesagt habe über die Mutter. Ich glaube, die geht doch absolut über Leichen. Das ist eine absolute Irre. Aber es ist interessant, was sie Ihre gesagt Worte hat. Ihre Worte waren scharf wie Rasierklingen. Ich versuchte ihr zu erklären, dass ich es nicht gewesen war. Ich zeigte ihr die Fotos, die ich entwickelt hatte und die meine Unschuld bewiesen. Aber sie wurde nur noch wütender, nannte mich verrückt und dann begann sie mich mit allem zu schlagen, was sie griffbereit hatte. Oh Gott. Ich schloss die Augen, als die Dunkelheit in mir immer mehr Besitz zu ergreifen begann. Erinnerungen kamen zurück. Keine Erinnerungen an Ereignisse, sondern eher an Gefühle. Gefühle, die ich als Kind empfand. Sie waren unheimlich. Das waren die Ängste eines kleinen Mädchens. Das Gespräch mit der weißen Frau hatte mich noch mehr verwirrt, aber wenigstens hatte ich jetzt diesen Schlüssel. Am Abend zuvor versuchte mein Vater verzweifelt, mich zu trösten. Was für ein Schlüssel? Sprich mit mir, Julia. Du weißt, dass ich dich liebe. Ich möchte nur verstehen, was passiert ist. Ich bin froh, dass du am Leben bist. Auch wenn wir Martha verloren haben. Deine Mutter stand unter Schock. Das glaube ich langsam nicht mehr. Sie wollte dich bestimmt nicht verletzen. Nein, nein, nein. Also der Vater ist ja wirklich ein Herz und eine Seele. Deswegen bin ich fast auch ein bisschen froh, dass wir jetzt den Vater nicht verraten haben. Nicht, dass dem sonst was geschieht, dass die Partisanen ihn umbringen oder so. Weil im Endeffekt ist es halt doch noch ihr Vater, ne? Aber das, was die Mutter gesagt hat, das finde ich auch sehr markant. Weil wie soll sich denn diese taube Schwester... Ich weiß nicht, was ich zu finden hoffe. Aber was kann ich sonst tun? Wir werden hoffentlich sehen, ob sich unter einem dieser Gräber etwas verbirgt. Ich hoffe, dass der Infrarotfilm uns das zeigen wird. Okay, dann machen wir gleich ein Foto. Nee, was die Mutter gemeint hat, fand ich sehr markant, weil wie soll sich denn die Schwester mit ihr unterhalten haben, wenn sie nicht spricht und nichts hört? Und jetzt frage ich mich, was da das Ganze überhaupt irgendwie zusammenhängt. Vielleicht die Schwester nur vorgegeben, dass sie taub oder stumm wäre, aber warum sollte sie das machen? Ich würde sagen, bevor wir fotografieren, legen wir uns noch die Karten, weil ich bemerke schon, heute wird ein guter Tag. Ich werde auf jeden Fall im Lotto gewinnen. Und vielleicht auch beim Mau Mau. Aber das ist nicht sicher. Offenbare dich. Das Rad des Schicksals. Das ist ein Fahrrad.
Gehängte. Okay. Der Gehängte fährt mit dem Fahrrad und wird dann vom Wagen überfahren. Ich werde es schaffen. Es wird sich alles irgendwann ändern. Aber das Glück wird nicht mein Verbündeter sein. Und es wird alles sehr schwierig werden. Okay. Nur eine Weissagung pro Tag. Nicht mehr. Nur eine. Seid froh, dass ich nicht Tarotkarten legen muss. Wie gesagt, ich glaube, ich würde das ein bisschen falsch interpretieren. Wir fotografieren jetzt hier den Friedhof ab. Wir brauchen dazu aber ein paar Sachen, nämlich das hier. Wir brauchen ein Stativ. Es ist zu dunkel, deswegen ist ein Blitz vielleicht ganz cool. Diese ganzen Zusatzlinsen und so weiter. Ich glaube, das ist eigentlich nur Spielerei. So, die Extras haben wir. Jetzt müssen wir nur noch ein bisschen fokussieren. Fokus, Fokus, Fokus. Das sieht gut aus. Und Action. Ja, voilà. Wenn man es irgendwann begriffen hat, geht das eigentlich relativ schnell sogar, würde ich sagen, das Fotografieren. So, was haben wir jetzt gemacht? Das Waffenversteck haben wir noch. Mein persönliches Objekt. Ich glaube, wir müssen mal schauen, was wir noch für Aufgaben überhaupt haben. Okay, das Waffenversteck kommen wir einfach nicht hin. Der Geliebte, mein persönliches Objekt. Entwickle das Foto. Ich würde sagen, das machen wir jetzt. Wir können auch noch Zeitung lesen. Schauen wir mal. So, auf geht's. Auf geht's zurück. Um ein Foto nach dem anderen zu entwickeln. Ich kann es kaum erwarten. So, Tür zu, jetzt wird entwickelt. Ja, diese Mutter, ich glaube, die ist wirklich der Antagonist. Ich habe gesagt, ich würde nicht glauben, dass sie wirklich ihre Tochter umbringt. Wenn es schneien würde, wäre er perfekt. Großartig, jetzt müssen wir noch auf Schnee warten. Der Grünfilter, nützlich für Landschaften. Okay, ich sehe schon, wir haben verdammt viele Filter. Aber ich glaube wirklich langsam, dass die Mutter echt der Antagonist des Ganzen ist. Und dass die vielleicht wirklich sogar vielleicht versucht hat, ihre Tochter umzubringen. Wo ich mich frage, wie kaputt muss man denn sein, um seine Tochter umbringen zu wollen? Also ich verstehe ja Familienstreitigkeiten, aber das ist ja was ganz anderes, wenn es um Mord geht. Vielleicht hat wirklich die Mutter sie ermordet. Ich habe aber auch noch immer den Lapu irgendwie im Verdacht und ich weiß nicht wieso. Also dieser Lapu, er wirkt mir auch ein bisschen egoistisch, wenn ihr versteht, was ich meine. So, die Kartenposition ist okay, jetzt machen wir es noch scharf und Action. Aber irgendwie wirkt es nicht so, als hätten die jetzt die wahnsinnige innige Liebesbeziehung. Okay, sie trauert schon, aber auch nicht so krass. Zum anderen heißt er Lapo. Ich traue keinen Leuten, die Lapo heißen. Du. Heißt einer von euch etwa Lapo? So, nehmen wir es raus. Und zwar jetzt. So, was sehen wir drauf? Gar nichts. Was? Da ist das Grab, nach dem ich gesucht habe. Und der Geist eines Gefangenen, der genau wie die Frau in dieser Welt gefangen ist. Aber sie können sich nicht mehr treffen. Das Böse trennt sie. Das Böse. Okay, ab ins Album. Aber was jetzt? Wir müssen noch zum See, wir müssen zum Waffenversteck, wo ich noch immer keine Ahnung habe, wie wir da jemals rankommen könnten. Gute Frage. Aufgaben über Aufgaben, die uns hier gestellt werden. Aber keine Lösung. So, ich würde sagen, wir müssen nochmal zum Friedhof, verstehe. Und warum müssen wir zum Friedhof, um das Grab zu durchsuchen, oder was? Wenn wir eine Schaufel mitbringen sollen. Wenn wir hier Grabschändung betreiben, nein, das wollen wir eigentlich gar nicht. Okay, da ist was. Was ist hier los? Kreuz, okay. Umhänger. Wenn ich das trage, sollte ich in der Lage sein, mit ihr Kontakt aufzunehmen. Mit diesem Objekt sollte sie mich hören können. Davon bin ich überzeugt. Genau wie die weiße Frau ist auch er in dieser Welt gefangen. Aber sie können nicht mehr zueinander finden. Warum ist mir das nicht früher eingefallen? Das Kleid, das ich an diesem verfluchten Tag in die Büsche geworfen habe.
Okay. Es liegt schon ein paar Tage am See. Einer Welt, die sowohl meine als auch ihre ist. Okay, und das verbindet uns sozusagen. Verstehe. Ja, ist ein ganz schönes Stück. Ich würde sagen, ich laufe durch diesen wunderschönen, nebligen Wald. Und sehe mal, was passiert, wenn wir da sind. Kleidung haben wir rechts neben den See ins Wasser geworfen, das weiß ich noch. Und dieses Versteck müssen wir auch noch irgendwie knacken, aber mal sehen, wie wir das hinkriegen. Oder ob wir das hinkriegen. Okay, ich wollte auf dem Weg tatsächlich noch mal ganz kurz da vorbeischauen, wo der Lapo war. Als Rache packt das unterdrückte Volk den Schlechter an der Kehle. Adolf Hitler. Kommunistische Partei Italiens. Vergeltung okay. Für Lapo. Vergeltung für Lapo. Ach Gott, ich sag's euch. Das geht einen ganz schön nah, besonders in der derzeitigen Situation mit diesem ganz schönen Krieg. Also, das ist echt eine Schande, wirklich eine Schande ist Krieg. Anders kann man das nicht sagen. Okay, interessant. Aber wie kommen wir denn jemals an dieses Waffenversteck? Hallo? Neue Bombardierungen? Vermutlich. Da vorne leuchtet auch schon eine Lampe. Wir sind so gut wie da. Ja, aber es ist wahrscheinlich langsam dunkel wird. Wir fahren im Dunkeln. Nee, es ist eigentlich noch morgen, oder? Wir haben das Foto am Morgen geschossen, hieß es. So, hier muss irgendwo unsere Kleidung sein. Ey, obwohl ich die Grafik ein bisschen runtergeschraubt habe, sieht einfach das Game noch so gut aus. Es sieht einfach so gut aus. Da ist es. Herr mit der Kleidung. Kann doch nicht die ganze Zeit nackt herumrennen. Nein, ich habe Kleidung an. Ich habe Kleidung an. Hier ist es. Ich hoffe, dass es funktioniert. So, dürfen wir jetzt tatsächlich Boot fahren? Ihr wisst es nicht, aber ich bin ratifizierter Hochseekapitän. Das könnte das Element sein, das meine Welt mit der Welt der Weißen Frau verbindet. Oh, ich glaube, wir dürfen wirklich Boot fahren. Wir werden alle sterben. Wollte ich nur mal sagen. Frauen und Kinder zuerst vom Bord. Ja, ich sehe schon, es läuft gut. Läuft gut. S. Nochmal. Halt, das ist gar keine Kettensäge, das ist nur ein Boot. Muss ich das jetzt lenken? Das ist unendlich laut, dieses Boot. Warte mal, aber jetzt habe ich die Idee, jetzt können wir doch bestimmt zum Versteck fahren, oder? Ich würde sagen, das machen wir sofort, weil wer weiß, ob wir das Boot nochmal verwenden können. Los, voran! An neue Ufer! Wo bin ich? Da! Oh Gott, nein, warum, was passiert hier? Dein Boot ist der ganze Stolz von meines Ehemanns. Mich vor Jahren zum Fischen mitgenommen. Hallo? Ich verstehe nicht, dass Mama es Martha und mir nie erlaubt hat, es zu benutzen. Warum haben wir umgedreht, weil du geredet hast oder was? Ich will dahin. Ich sehe da ganz genau, dass da eine Einfahrt ist. Los! Again! Hallo? Boot, ich befehle es dir! Ich bin dein Herr und Meister! Okay, es ist unglaublich laut, dieses Boot. Das ist grauenhaft. Ich werde taub sein, wenn ich hier fertig bin. Aber ich glaube, wir können auch gar nicht. Wir können auch gar nicht dahin fahren, wo ich jetzt hin wollte. Deswegen fahren wir gleich auf die Insel. Ach, bitte komm endlich an. Danke, 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 danke. Das ist genau da, wo ich hin will. So. Boot einparken. Bin ich der Meister drin. Das bin nicht ich. Das parkt automatisch ein. Ich wäre schon längst in den Pier gerammt und wäre in 1000 Splittern in eine furchtbare Blutlache gestorben. So. Lief gut, wir sind da. Aber was heißt das jetzt? Ist das nicht auch die Insel mit der Geschichte, wo der Mann sich erhängt hat, oder? Glaube schon. Hallo. Der Legende zufolge ist das der Baum, an dem der Geliebte gehängt wurde. Okay, also wirklich. Aber jetzt? Was müssen wir jetzt machen, damit die Frau hier auftaucht?
Hier. Okay. Bin ich mal gespannt, ob es unheimlich wird. Was ist das denn? Das ist noch ein Film. Hatten wir den in der Tasche? Eine Filmrolle. Es ist die, die ich aus der Kamera genommen habe, kurz bevor ich Marthas Leiche entdeckt habe. Sie sollte Aufnahmen von vor diesem Zeitpunkt haben. Okay. Mit etwas Glück hat eine der Aufnahmen den Moment von Marthas Ermordung festgehalten. Dann werde ich endlich eine Antwort haben. War es wirklich Mama? Ich werde sie so schnell wie möglich entwickeln, aber jetzt ist es an der Zeit, mit der weißen Frau zu sprechen. Das würde mich nämlich echt interessieren, was da aufgenommen wurde. Anziehen, klar. Lebeketten. Ich werde das Kreuz ihres Geliebten tragen, um sie anzulocken. Genau, lock einfach die weiße Frau an, das ist eine super Idee. Da wird nichts dabei schief gehen. Dann eine Strähne meines Haares. Das ist ganz schön tödlich, eine Haarlocke, die Schere. Von mir, um in ihre Welt einzutreten. Okay. Ich werde die Tarotkarten benutzen, um mit ihr zu kommunizieren. Na dann, kommunizieren wir jetzt mal. Die ersten 10 werden wie bei Nanny verwendet. Sobald 2 Karten ausgewählt wurden, sollte es losgehen. Sobald 2 ausgewählt wurden und 10 brauche ich. So. Hoffentlich können wir gut hier Romy spielen mit der weißen Frau. Vielleicht ist sie ein großer Romy-Fan. Du verbirgst dich in den Wäldern, um dich mir zu nähern. Du wärst eins mit dem Wasser, um auf dich aufmerksam zu machen. Ja? Du willst mit mir Kontakt aufnehmen, indem du die Energie der Symbole nutzt. Du nutzt meinen Schmerz, um mich zu rufen. Das tut mir leid. Du bist ganz schön mutig. Du rufst mich auf der Suche nach Wissen, das ich nicht besitze. Nach Antworten, die ich nicht habe. Ich bin nur ein Gefäß. Wie das Wasser, wie die Luft. Ein Gefäß, um sich zu bewegen und zu atmen. Sehr mystisch, aber grundsätzlich verstehe ich es nicht. Jetzt muss ich mich für 2 Karten entscheiden. Los geht's. Easy. Hier. Der Turm. Und wir nehmen hier. Der Wagen. Du hast keine Kontrolle über dich selbst. Okay. Es gibt eine dunkle Gestalt in dir. Die Wunden nähren sie. Sie tut dann Dinge, die du nicht willst. Okay. Sie wird deine Wünsche, deine Schuldgefühle und die dunkelsten Teile deines Gewissens benutzen. Hört sich top an, hört sich echt top an. Nehmen wir die hier. Der Gehängte. Und was hat der Gehängte zu tun? Der Gehängte ist ein Narr, weil er sich gehängt hat. Du wirst nicht mehr in der Lage sein, Licht und Dunkelheit zu unterscheiden. Mhm. Der Unterschied ist in der Trauer sehr subtil. Du bist allein und du wirst allein bleiben. Das ist das beste Horoskop. Die Erinnerungen lassen dich im Stich. Sie sind deine einzigen wahren Gefährten. Jetzt nehmen sie den Platz deiner glücklichen Kindheit ein. Und sie können zurückkehren, um dir Gesellschaft zu leisten. Wie gesagt, das ist das fatalistischste Horoskop, das ich je hatte. Normal steht ja immer, keine Ahnung, sie werden in diesem Monat Glück haben. Der Mond. Der Teufel. Ein Teil unserer Seele umfasst die Menschen, die wir lieben. Und wird dann von uns weggerissen, wenn diese Menschen verschwinden. Die Wunde ist tief und kann nicht geheilt werden. Der Glaube schwankt
Der Tod macht Angst. Aber die Kirche bietet einen sicheren Ort. Sie ist die Mutter und das Zuhause für ihre Kinder. Die Kirche bietet einen sicheren Ort. Der Glaube ist das Licht. Verliere es nicht, denn es wiederzufinden ist fast unmöglich. Ich habe ihn in der Trauer verloren und bin ohne Zeit in der Dunkelheit gefangen. Okay. Müssen wir alle aufdecken für die gesamte Prophezeiung, okay. Ich hoffe nicht, dass wir anhand dieser Prophezeiung später Entscheidungen treffen müssen. Ich muss nämlich sagen, das ist sehr vage und sehr mystisch ausgedrückt. So. Ich spüre, dass du wissen möchtest, wer es getan hat. Aber ich kenne die Antwort nicht. Du musst es selbst herausfinden. Aber du bist ein Geist, du musst es wissen. Versuche niemals, durch die Vordertür einzutreten, wenn du das Herz erreichen möchtest. Deine Zwillingsschwester hat vielleicht die Antwort, nach der du suchst. Auch nach dem Tod hinterlassen wir Spuren, nicht wahr? Ich gehe schwer davon aus. Alles ist unbestimmt, wenn man das Wesentliche der Dinge betrachtet. Die letzten beiden Karten werden mir ein großes Mittagessen offenbaren. Nein, die Hohepriesterin? Das sind wir, die wir unsere Schwester raustragen. Und der Hierophant. Die Tochter, das Haus, die Mutter. Die Tochter kommt aus dem Haus der Mutter. Macht sich dann ein Zuhause und wird Mutter. Okay. Dieser Kreislauf ist durchbrochen. Um den Knoten zu lösen, suche nach dem Sohn. Er ist die Erbsünde, die sich in dir spiegelt. Derjenige, der dir das Licht gegeben hat, möchte es zurückholen. Sie möchte die Kontrolle haben. Stück für Stück zerbröselt sie dein Leben. Du musst sie aufhalten. Jawohl. Bitte was? Okay, jetzt sagen sollen, dass wir danach baden gehen. Das war alles sehr vage, das kann alles bedeuten. Von es ist der Vater, der auch mit drin steckt, über es ist die Mutter, über das, was wir irgendwie gelesen haben, dass hier irgendwer schwanger war, entweder wir oder meine Schwester. Dass das stimmt, ich weiß es wirklich nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Tja, und dann sind wir leider ertrunken. Okay. Das sieht ganz schön cool aus. Unter dem Meer. Nein, hör auf zu singen. Bist nicht Ariel. Aber wenn ich es manchmal wünschte, ich wäre Ariel. Zumindest besser Ariel als Sebastian, ne? Ich möchte kein Krebs sein. Dirigentenkrebs. So. Kann ich schneller schwimmen? Nee. Also ich wünschte es wirklich mehr Games mit der Abwechslungsreiche von Umgebungen geben. Das ist wirklich ganz fantastisch, was dieses Game hier macht. Ich habe anscheinend keine Atem, also freue mich das hier wahrscheinlich schon wieder. Hallo, was machst du da? Nein, du verstehst es falsch. Du musst Kopf nach oben schwimmen, nicht Kopf nach unten. Du kannst das nicht, du bist eine schlechte Schwimmerin. Wer bist du? Bist du meine Schwester? Du bist gehängt. Hallo? Sind es wir? Es tut mir leid, ich brauche diesen Schlüssel hier. Und da ist er mal wieder in der Badewanne. Oh, schön gebadet.
Neuer Tag? Das Gespräch mit der weißen Frau hat mich nur noch mehr verwirrt. Aber wenigstens habe ich jetzt diesen Schlüssel. Okay. Ich sehe schon, wir haben den Schlüssel. Ja, tatsächlich haben wir den Schlüssel. Ja, liebe Kultisten und Kultistinnen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ja, ich muss sagen, diese Folge war ein weniger unheimlich, sondern eher mystisch und verwirrend. Ich habe so viele Theorien jetzt in meinem Kopf, wer der Mörder sein könnte. Also vom Offensichtlichen her würde ich natürlich sagen, die Mutter. Aber dieser Lapo wirkt irgendwie auch nicht so ganz sauber. Besonders, weil es mir irgendwie scheint, als hätten die nicht wahnsinnig die innige Beziehung gehabt. So wirkt es zumindest. Also ich habe nichts davon gesagt oder sie habe auch nicht so viel in ihr Tagebuch geschrieben. Dann kommt natürlich noch der Vater in Frage, wobei der ist eigentlich bisher das gute Herz, aber wie wir wissen, manchmal will man ja gerade damit überraschen, wenn es dann plötzlich heißt, hey, den ihr am wenigsten erwartet habt, der ist der Mörder. Und dann bleibt es auch noch offen, ob das vielleicht wir waren. Ich weiß es nicht. Ich bin echt gespannt, wie es weitergeht. Ich finde die Story sehr gut geschrieben. Ich finde die Grafik sehr cool. Wie gesagt, als Horrorfan wünschte ich mir natürlich, dass noch ein bisschen mehr Horror vorkommen würde. Aber ich glaube, der kommt noch vor. Und so wie ich das Spiel eingeschätzt habe, dachte ich mir eigentlich schon, dass es nicht das krasseste Horror-Jumpscare-Ride jetzt wird, sondern dass es eher so unheimliches Mysterium wird. Ja, ich find's super cool. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst gerne ein Like oder ein Abo oder hättet die Doom-Bell, um beim nächsten ertrunkenen Content wieder dabei zu sein. Und wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal. Mögen die großen Alten mit euch sein. Macht es gut. Bis dann. Ciao.